Das ist der Carinthia Tropen. Was dieser Sommerschlaf sein kann, schauen wir uns gemeinsam an. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rostrom vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Carinthia Tropen. Und genau dieses Exemplar hier, das habe ich seit 9 Jahren im Einsatz. 9 Jahren. Und jetzt ist der Tag gekommen, wo ich es ganz einfach austausche. Der Sommer ist vorbei. Ich habe die vorletzte Nacht Survival-Training gehabt. Das war jetzt im September. Heute haben wir den 10. Das heißt, das war von 8. auf 9. Und ich habe nur mit dem Teil da draußen geschlafen. Wir sind so an die 10 Grad gekommen und es ist mir ein bisschen kühl geworden. Nicht kalt, dass mir alles abgefallen ist, aber es ist ein bisschen kühl geworden. Und das liegt nicht nur an dem Schlafsack, sondern es liegt einfach daran, dass der jetzt am Ende ist. Ich merke das eh schon länger. Daher wird er ausgetauscht und es kommt ein neuer. Ja, deswegen mache ich ganz einfach ein Video. Carinthia kann man mögen oder kann man nicht mögen. Es gibt viele Leute, die darauf schwören und es gibt viele Leute, die ablehnen. Und das ist beides total okay und es ist sicher nicht der beste Schlafsack. Ja, aber es gibt auch viele schlechtere. Es gibt auch viele bessere, die auch teurer sind. Was ist mein Fazit davon? Ich setze den gerne im Sommer ein. Es ist ein Sommerschlafsack, bitte kein Winterschlafsack, ja, sondern es ist ein Sommerschlafsack. Und was ich sehr angenehm finde, das ist das integrierte Moskitonetz. Und wenn du in einem Auwald schläfst, dann wird das hier das wichtigste Instrument überhaupt. Du liegst und teilweise stechen die da sogar durch, ja, aber wie auch immer, das ist eine tolle Erfindung und das finde ich ganz einfach nett. Das ist ein Schlafsack für den Sommer. Ja, noch einmal, ich sage es noch einmal, ich habe glaube jetzt schon 4-mal gesagt, nur damit es wirklich sicher ankommt, bin mir da nämlich oft nicht so sicher, ob das wirklich ankommt. Das ist ein Sommerschlafsack, sagt auch der Name Tropen. Das heißt, ab einem Bereich von 12, 13 Grad wird es mir zumindest, also nicht so kalt, dass ich nicht mehr schlafen kann, aber mein Wohlfühlfaktor ist es jetzt dann nicht mehr unbedingt. Und jetzt kann man sagen, da brauche ich keinen Schlafsack. Vielleicht sagst du das, es gibt Leute, die viel, viel mehr aushalten. Ich habe einen Survival-Trainer-Kollegen, der bei dem er im Spätherbst schläft. Also das kommt ganz einfach auf den Menschen an. Warum tausche ich hinaus? Ich glaube, dass man alle Schlafsäcke, und ich habe einen Carinthia-Schlafsack, leider, ich weiß nicht, was soll ich tun, ja? Einen Daunenschlafsack, den habe ich vor 18 Jahren gekauft, den habe ich noch immer. Daunenschlafsack, der ist auch cool, vielleicht mache ich da auch einmal ein Video. Schreib einen Kommentar, ob du den einmal sehen willst, dann mache ich das sehr, sehr gern. Und weil da wollte ich einen wirklichen vollen Winterschlafsack, so richtig, und das Beste, was es gab im Geschäft, habe ich ganz einfach gekauft, in zweifacher Ausführung für die Manuela und für mich. Und ja, der ist halt jetzt später gekommen. Dieses G-Loft, ja, dieses Material, und das merke ich auch jetzt schon, das ist durch das ewige Komprimieren und Aufmachen und Komprimieren, das ist nicht mehr überall dicht, das dämpft nicht mehr so gut. Und das ist auch der Nachteil, weil den Carinthia-Schlafsäcken, das weißt du ja wahrscheinlich eh, die soll man nicht komprimiert irgendwo lagern, sondern die soll man ganz einfach aufhängen, damit das Material so lang wie möglich hält. Wenn ich mich daran nicht halte, ja, dann wird es ganz einfach unangenehm werden. Und ja, der wird jetzt ausgetauscht. Wofür ist der da? Sommer. Wirklich, das ist im Sommer oder als Hüttenschlafsack. Nun muss man halt auch dazu sagen, und das ist der Nachteil auch von Carinthia, dass das Gewicht doch jetzt im Vergleich zu Daunenschlafsäcken höher ist. Gut, aber das heißt ja nicht immer, dass das Gewicht für alle Menschen, die da draußen die Natur nutzen, relevant ist. Ich habe sehr oft Weitwanderer da, ja, die zum Beispiel das letzte Mal jetzt, die gehen immer durch Neuseeland, ja, sind durch Neuseeland marschiert. Gut, die schauen jedes Gramm, wirklich jedes Gramm, und die würden nicht auf die Idee kommen, mit sowas hier herumzumarschieren, weil er einfach zu schwer ist. Ich kenne aber auch Bushcrafter, ich kenne Survivalisten oder die Survival Training betreiben. Ja, die nehmen genau das, weil er sagt, ich marschiere nicht 500 Kilometer in ja, 2 Monaten, sondern ich fahre mein Auto wohin, dann gehen wir 4, 5 Kilometer oder 3 Kilometer oder vielleicht auch weniger und dort bleiben wir und dort haben wir unser Lager und da machen wir halt dann Bushcraft oder was auch immer, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und schlecht ist das Teil auf jeden Fall nicht. Einen kleinen Tipp, vielleicht interessiert ihr das mache ich auch immer wieder, ich hätte das letztes Wochenende tun soll, ich Dummkopf. Also zum Beispiel ein Inlet verwenden, ja. Das Inlet, beide Sachen findest du bei mir im Shop, aber natürlich auch auf Amazon, Link findest du unten. Und wenn du das reinsteckst in den Schlafsack, dann ist das natürlich vom Wärmewert noch einmal besser. Dann sind jetzt zum Beispiel 11 Grad Pipifax, also das spürst du dann nicht. Aber das hat natürlich auch sein Gewicht, es hat Volumen. Du musst immer wissen, was du tun willst. Ich weiß, dass ich bei dem Video jetzt nicht den Punkt rausarbeiten habe können, weil dieses Schlafsackthema ganz einfach vielschichtig ist. Ich mag ihn. Ja, ich finde ihn toll. Er hat seine Berechtigung.
Aber wenn ich jetzt, und das werde ich auch immer wieder gefragt, was soll ich mir kaufen, Rainer, einen Defense 4, wenn du in Carinthia-Schiene bleiben willst, einen Defense 4 oder einen Tropen, dann sage ich, kauf dir zuerst einen Defense 4. Ernsthaft. Warum? Weil er ein breiteres Feld abdeckt. Das bedeutet, du kannst länger im Jahr damit arbeiten. Du kannst mit ein paar Notgeschichten den Defense 4 auch in einen Winterschlafsack umwandeln. Bedingt natürlich, ja, er wird kein Defense 6 oder ein voll fetter Daunenschlafsack, das wird er nicht, aber du kannst viel mehr damit machen. Der Preisunterschied ist jetzt auch nicht so massiv, dass er nicht auf den Defense 4 greifen wird. Wenn du aber jetzt dann sagst, okay, ich möchte das Schlafsacksystem haben, weil diesen Carinthia-Tropen kann ich ja in den Defense 4 reingeben und dann wird der wirklich sau warm, also natürlich auch viel Volumen und schwer, aber dann wird der natürlich super warm, auch bei minus 10, 15 Grad, null Probleme. Auch schon getestet mehrfach, daher kann ich das ganz einfach sagen. Dann ist das okay, aber ich würde nicht mit dem hier anfangen, außer du bist wirklich nur im Hochsommer draußen. Ja, ich hoffe, ich konnte da zumindest ein bisschen helfen. Link zu den Produkten findest du unten. Abo, wenn es das erste Mal hier bist, aber andere Videos zum Anschauen. Daumen nach oben oder nach unten, einen Kommentar. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.